Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch schon mal was vom Darknet oder vom Deep Web gehört haben. Hierbei handelt es sich um subkulturelle Seiten und Foren im Internet, die verstörende Inhalte zeigen und gleichzeitig recht bizarre Dienste anbieten. Über solch ein verstörendes Forum bzw. Videoclip möchte ich hier heute in meinem Video sprechen. Und zwar über einen Clip mit dem Titel Daisy's Destruction. Beim Begriff Daisy ist jetzt aber nicht eine Blume oder die Freundin von Donald Duck gemeint, sondern als Daisy werden hierbei Kinder bezeichnet. Und ich rede hier über Kleinkinder oder Säuglinge. Mit diesem Wissen und diesem gesamten Titel wird einem bestimmt schon klar, um was es sich bei diesem Videoclip überhaupt dreht. Und zwar um das bestialische und widerwärtige Foltern und Töten von Kindern, welche, wie bereits erwähnt, im häufigsten Fall Kleinkinder und Säuglinge gewesen waren. Das Filmmaterial wurde im Darknet auf der Seite No Limits Fun hochgeladen, wurde aber im Laufe der Zeit mitsamt der Seite aus dem Netz gelöscht, da es gegenüber dieser abartigen Internetseite, deren Inhalte und vor allem gegen den Gründer des Forums eine enorm große Ermittlung gab, die das gesamte Netzwerk und die verantwortlichen Schuldigen dazu aufdeckten. Der Macher des Films Daisy's Destruction war ein Mann mit dem Namen Peter Scully, der mit vollem Namen Peter Gerald Scully hieß. Er wurde am 13. Januar 1963 in Australien geboren und führte bis zum Jahr 2011 ein unscheinbares Leben. Im Jahr 2011 zog er dann, laut Medien zufolge, auf die Philippinen, da er in Australien wegen ein paar Betrugsfällen gesucht wurde. Was die australischen Behörden damals noch nicht ahnten, war, dass sie nach einem zukünftigen Kinderschänder, Mörder, Soziopathen und Sadisten suchen würden. Einige Monate nachdem Scully auf den Philippinen war, drehte er sein erstes Video mit dem Titel Dafu Love. Das fast zweistündige Video wurde von ihm auf diversen pädophilen Seiten im Deep Web hochgeladen und bot es dort zum Verkauf für umgerechnet 10.200 Euro an. Die Inhalte dieser Videos sind jedoch so grausam, dass ich ehrlich gesagt selbst hier in diesem Video nicht intensiv darauf eingehen möchte. Nur so viel ist gesagt. Die Filme zeigten, wie man auf die krankeste und sadistische Weise einen Menschen foltern, missbrauchen und töten konnte. Um es euch aber trotzdem genauer zu verdeutlichen, wie grausam und sehr verstörend die Inhalte des besagten Videos sind, werde ich euch mal ein paar Beispiele nennen. In einer Szene aus vielen in den besagten Videos ist unter anderem zu sehen, wie Scully und seine Komplizin, eine Frau mit dem Namen Lisille Margallo, die sich allerdings verpixelt zeigten, sowas wie eine Art Kissenschlacht machten. Jedoch führten sie diese Kissenschlacht nicht mit Bettkissen, sondern mit zwei lebendigen Menschenbabys durch. Sie nahmen also hierfür die Kleinen an den Füßen und schlugen sie so lange gegeneinander, bis beide Babys tot waren. Auch Utensilien wie Hammer und Meißel wurden in den Filmaufnahmen benutzt, um manchen Kindern die Schädeldecke zu öffnen oder sie damit auszuweiden. Das Video Daisy's Destruction zeigte ebenfalls widerwärtige und verstörende Szenen, die von Scully und seinen Komplizen gemacht wurden. Im Video sah man, wie ein 18 Monate altes Kleinkind gefoltert, verbrannt und von einer maskierten Frau mit dem Kopf nach unten gehalten wurde. Das Video wurde dann später auf der Seite Hurt to the Core hochgeladen, wodurch es später von den Behörden entdeckt wurde und somit die Ermittlungen gegen Scully und seinen Komplizen begann. Im Jahr 2015 wurde Peter Scully verhaftet und im Juni 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Komplizin Lisille Margallo wurde ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt. Angeblich soll es noch einen weiteren Täter mit im Bunde gegeben haben, der aus Mannheim in Deutschland abstammen sollte. Diese Person soll über das Darknet mit Scully und seiner Komplizin kleine Kinder zugeführt haben. Später wurde diese bisher unbekannte Person im Juli 2016 verhaftet. Im Jahr 2019 verurteilte das Landgericht Mannheim den Täter wegen des Missbrauchs von Kindern zu 4 Jahren Haft.
Außerdem sollen die Ermittler und Behörden bei ihren Untersuchungen die Leiche eines Kindes im Haus von Scully auf den Philippinen vorgefunden haben, die einbetoniert im Küchenfußboden versteckt wurde. Jedoch konnten bei den Ermittlungen keine Original-Videoclips von Scully und seinen Komplizen konfisziert werden, da sämtliche Videodateien bzw. Datenträger bei einem Feuer vernichtet wurden. Trotz allem sind im Internet jedoch noch vereinzelte Screenshots zu finden, die manch bizarre und verstörende Szenen aus Scullys Videoclips zeigen. Wenn man sich diese Bilder bzw. Screenshots ansieht, kann man sich im Grunde gar nicht vorstellen, welch grausames Schicksal manch kleine Kinder erleben und erleiden mussten, die Opfer von Scully und seinen Komplizen wurden. Man kann einfach nur hoffen, dass die Schuldigen in diesem Falle ihre gerechten Strafen bekommen und am besten genau das gleiche Leid durchmachen müssen, wie es einst mal ihre Opfer durchleiden mussten.